So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Pupsi kam nämlich gerade und hat gesagt, ich hab da mal was dabei. Ich hab hier so Osterlimo mitgebracht. Hat sie nicht gesagt. Sie hat nur gesagt, ich hab Limo mitgebracht. Willst du mal probieren? Willst du mal testen? Ich hab gesagt, hä? War das nicht nur so Osterzeug? Was muss man da testen? Aber ihr zuliebe teste ich die jetzt nämlich, ne? Haben wir nämlich noch nicht gemacht. Das große Oster-Special, ja? Oster! Also Ostern, nur ohne Arn hintendran. Da gibt es nämlich auch eine Sorte, die kenne ich noch gar nicht. Wenn wir das mal rumdrehen, so sieht das jetzt aus, das Oster-Special. Da haben wir einmal nämlich Oster-Cola, Oster-Maracuja, Oster-Orange und wir haben Oster-Santi mit Sanddorn. Fehlt da nicht Oster-Zitrone oder gibt es sowas nicht auf eurem Planeten? Wir haben jetzt auf jeden Fall hier Maracuja und Orange. Ich glaube, Maracuja fand ich immer richtig cool. Es gibt ja so oft Orangenlimonade und Maracuja. Limonade und Maracuja ist halt im Prinzip wie Orange, nur nochmal anders. Wir hauen jetzt das uns her. Fürs Thumbnail machen wir mal den hier. Und dann gehen wir wieder rein und sagen, so, jetzt möchte ich das probieren. Wir fangen an mit Cola. Erste Thüringer Premium Cola ist nämlich die Frage, kennt ihr überhaupt Oster, Himmo oder sonst was? Weil wenn es das hier nur in der Umgebung gibt und bei euch nicht, dann kennt ihr das ja vielleicht gar nicht. Deswegen werden wir jetzt erstmal einen Schluck von der Cola nehmen. Werden wir mal probieren, wie die schmeckt. Das Ganze durchgucken, richtig komische Farbe, ne? Was ich total bezaubernd finde, viele, die nämlich Cola trinken, die schwören ja immer auf ihre Fita-Cola. Weil die Fita-Cola ja so mit Vitamin ist und total gesund wäre und alles. Aber ich finde Oster-Cola, Fita-Cola, die haben irgendwie was Ähnliches. Die haben einfach die Fita-Cola genommen, haben Oster-Etikett drauf, haben es dann verkauft, ist nie aufgefallen. Wir machen uns gleichzeitig jetzt hier den Abschluss-Drink zurecht aus allen vier Sachen. Oster-Cola schmeckt irgendwie anders als normale Cola. Wie gesagt, wie Fita-Cola. Da merkst du richtig die Vitamine, die in deinen Körper reinfließen und dir Gutes tun. Kann man auf jeden Fall trinken. Ist nur alles jetzt total schaumig und total warm. Müsst ihr kühlen, aber ansonsten ist das eigentlich ein Favorit bei vielen Leuten, wenn es um Cola geht. Ich verstehe den Hype nicht ganz, aber ihr vielleicht schon. Jetzt kommen wir mal zu Oster-Maracuja. Müsste ja dann fruchtig schmecken, nach Maracuja, aber natürlich auch wieder total warm. Ein Schluck für mich. Da wäre eine Erinnerung wach an die Kindzeit, ne? Wir hatten bei uns im Dorf nämlich einen Getränkehandel, einen Getränkestützpunkt. Manche Leute haben das ja privat so gemacht, haben dann auch so in der Garage einfach Getränke verkauft. Da gab es immer diese Oster-Limos. Wenn ich mit meinem Cousin früher unterwegs war und wir wollten skaten gehen im Dorf mit den Skateboards, au, und uns ordentlich auf die Schnauze hauen, genau, da sind wir immer bei dem Getränkemann vorbei und haben uns einfach zwei Limos mitgenommen auf dem Weg. Das war voll cool, so Kinderzeiten, Kioskzeiten, alles. Und wir wussten nie, wo wir die Flaschen dann abgeben, weil die irgendwie keiner genommen hat. Und genau dieser Geschmack Maracuja ist das. Ich glaube, ich habe auch noch nie Oster-Orange gesehen oder getrunken. Sandy auch nicht. Ich glaube, es gab damals bei uns vermehrt, wenn, dann nur Oster-Cola oder Oster-Maracuja. Wir probieren jetzt aber mal die Oster-Orange im Vergleich zur Maracuja. Riecht viel intensiver gerade. So, probieren. Ich habe vorher die scharfen Nudeln gegessen. Ja, okay, die Orange, die riecht zwar richtig intensiv, aber ich finde die Orange, die bitzelt ein bisschen auf der Zunge, die brennt und wird dann total matt und fad. Also hätte ich mir vom Geschmack fruchtiger vorgestellt, weil die einfach so intensiv riecht, aber irgendwie dann geschmacklich etwas nachlässt. Da finde ich, Maracuja schmeckt und riecht einfach fruchtig, komplett. Maracuja deswegen immer mein Favorit gewesen. Orange, bisschen wässrig, lässt nach, brauchst du nicht. Trinkst du lieber Fanta Orange, wenn du mal eine gute bekommst.
Bei diesem Sandi bin ich mir komplett unsicher. Oster Sandi, Erfrischungsgetränk mit Sanddorngeschmack. Das musst du rumschütteln, damit sich der ganze Mief nicht absetzt. Und wenn du es jetzt aufmachst, fliegt alles rum oder was? Hält sich in Grenzen, das heißt, da ist so gut wie gar keine Kohlensäure drin. Ihr könnt schütteln, bis ihr bekloppt werdet. Wenn es dann aufmacht, ja, dann ist auch schon der Geist raus, ne? Riecht fruchtig, riecht gerade ein bisschen irgendwie wie Pfirsich. Aber ist Sanddorn. Probieren wir auch mal Sanddorn. Okay. Hat für mich immer noch irgendeine Pfirsichnote halbwegs. Pfirsich-Creme-Note. Ist aber halt Sanddorn. Finde ich okay. Finde ich, glaube ich, besser als Orange. Aber irgendwie schmeckt das auch ein bisschen künstlich, chemisch, nach Seife und nach anderen Sachen. Oster-Cola für die einen, die fit werden wollen. Ansonsten Oster-Orange würde ich... Ach, Oster-Maracuja meine ich. Oster-Maracuja, wahrscheinlich mein Favorit, würde ich also wählen, wenn ich was mir aussuchen müsste von den vier Sorten. Wir haben uns das jetzt hier eingeschenkt. Ihr seht, da ist überall die Hälfte weg. Hier haben wir jetzt einen dicken Plörrekrug. Dann können wir zum Abschluss nochmal alle vier zusammen probieren und dann einfach unser Fazit nochmal geben, aber vielleicht schmeckt das ja besser als alles einzeln. Mir ist schon wieder richtig schlecht, macht das nicht zu Hause nach, ne? Schreibt mal rein, kennt ihr Oster nicht, was hattet ihr, habt ihr lieber, Schloss gibt's ja glaube ich auch, Schloss Cola, Schloss Orange, Schloss Zitrone, irgendwas oder halt Oster. Ich glaube, das ist Bruder und Schwester, die konkurrieren miteinander. Peace out, Vorhaut. Prost. Ich glaube, es ist immer das Gleiche. Am Ende, wenn du alles zusammen trinkst, schmeckt das irgendwie am besten. Ich weiß nicht, wir hatten letztens irgendwas, das habe ich auch alles komplett zusammengemixt. Habe das probiert und fand das total toll. Jetzt auch. Du hast von jedem ein bisschen was drin. Du hast einen richtigen Geschmackscocktail. Das ist jetzt wie Multivitamin, ja, auch mit Cola drin. Klingt, sieht komisch aus. Die Vorstellung ist vielleicht bei einigen total verpönt, aber probiert das wirklich mal. Wenn ihr so verschiedene Sachen habt, pickst du es einfach mal zusammen. Freut euch dann darüber, dass es gut schmeckt. Und ansonsten würde ich trotzdem sagen, Maracuja, For the Win oder der Mix-Cocktail, der große für alles. Jetzt fangen hier die Vögel an zu zwitschern. Das heißt, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out. Vorhaut, euer Ramses.